Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, es wäre aus meiner Sicht verfehlt, anzunehmen, dass die Flüchtlingskrise beendet ist oder dass sie gemeistert ist. Ich glaube, es ist genauso naiv anzunehmen, dass es jetzt schon Anlass gibt, Entwarnung zu geben. Wir stecken mit Sicherheit aus meiner Sicht nach wie vor mitten in der Flüchtlingskrise. Aber die Zahlen sind deutlich zurückgegangen, die Westbalkanroute ist geschlossen und das ist aus meiner Sicht auch ein erfreuliches Signal. Aber eines muss uns auch bewusst sein, selbst wenn die Zahlen sich auf diesem niedrigen Niveau jetzt weiter fortsetzen, es wird uns in den nächsten Monaten und Jahren eine epochale Herausforderung bevorstehen, wenn es um die Integration von Hunderttausenden von Migranten und Flüchtlingen in die deutsche Gesellschaft geht. Deswegen ist es gut, dass dieses Integrationsgesetz jetzt hier in der ersten Lesung beraten wird. Ich bin selbst etwas zweifelnd, ob ich wirklich jetzt hier von einem Paradigmenwechsel sprechen möchte. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich ein historischer Meilenstein ist, den wir mit diesem Gesetz jetzt nehmen. Aber ich bin mir sicher, dass wir mit diesem Integrationsgesetz, und ich möchte es auch Integrationspflichtgesetz nennen, einen deutlichen Fortschritt machen, wenn es darum geht, Hunderttausenden von Migranten und Flüchtlingen Angebote zu unterbreiten, sich aktiv in die deutsche Gesellschaft einzubringen, sich aktiv in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Ich sage aber auch in aller Deutlichkeit dazu, dass natürlich der Staat die klare und eindeutige Verpflichtung hat, ausreichende Angebote zu unterbreiten. Aber es gibt aus meiner Sicht auch die berechtigte Erwartungshaltung gegenüber den Flüchtlingen und gegenüber den Migranten, dass dann bitte schön auch von diesen Angeboten Gebrauch gemacht wird. Und ich möchte auch dem Eindruck entgegenwirken, dass wir erst heute mit dem Thema Integration beginnen. Das Thema Integration steht seit 2005 auf der Agenda der Tagesordnung der Bundesregierung. Seit Angela Merkel Bundeskanzlerin ist, seit die Union wieder in der Bundesregierung ist, hat das Thema Integration die Bedeutung erhalten in der Bundesregierung, in der Bundespolitik, die es verdient. Es gibt seit 2005 einen Staatsminister für Integration, einen nationalen Integrationsplan, einen jährlichen Integrationsgipfel. Aber, und das gehört zur Wahrheit auch mit dazu, es hat sich insbesondere in den letzten Monaten festgestellt, dass es aufgrund der deutlichen Zunahme der Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind, natürlich einen erheblich deutlichen weiteren Bedarf gibt. Und der große Vorteil, der aus meiner Sicht in diesem Gesetz liegt, ist der, dass erstmals dieses sehr weite Themenfeld der Integration sehr spezifisch zugeschnitten wird auf die jeweiligen Gruppierungen. Es bedarf unterschiedlicher Angebote, je nachdem, ob jemand eine dauerhafte Bleibeperspektive hat oder ob er nur kurzfristig sich in unserem Land aufhält. Jemand, der eine langfristige oder dauerhafte Bleibeperspektive in unserem Land hat, der muss auch die Möglichkeit bekommen, aktive Maßnahmen an die Hand zu erhalten, um sich insbesondere auch in den deutschen Arbeitsmarkt integrieren zu können. Und ich sage auch ganz offen, Personen, die kein Recht auf Asyl zugestanden bekommen, die keinen Flüchtlingsstatus zuerkannt bekommen können, die müssen natürlich auch ordentlich und vernünftig in unserem Land, human in unserem Land behandelt werden. Und die haben aus meiner Sicht auch das Recht, dass sie, solange sie sich in unserem Land aufhalten, dass sie auch mit Angeboten auch ausgestattet werden, die es ihnen ermöglichen, zum einen mal die Zeit sinnvoll zu nutzen und durchaus auch vielleicht für ihr späteres Leben dann in ihrem Heimatland oder anderswo auch durchaus Fähigkeiten an die Hand zu bekommen, die es ihnen ermöglichen, dann auch in ihrem neuen Aufenthaltsland auch entsprechend wieder Fuß zu fassen. Und diese spezifischen Angebote, die jetzt mit diesem Gesetz ermöglicht werden, sind aus meiner Sicht wirklich ein sehr erheblicher und auch erfreulicher Fortschritt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist auch eine deutliche Verbesserung, dass wir jetzt eine klare Vorgabe machen, dass wenn Deutschkurse angeboten werden, dass diese auch innerhalb eines Jahres begonnen werden müssen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass viele derer, die einen Anspruch hatten, davon nicht innerhalb des ersten Jahres Gebrauch gemacht haben. Und wir haben hier keine Zeit zu verlieren. Wir sind auch als Bund unserer Verantwortung gerecht geworden. Wir haben allein vom letzten Jahr auf dieses Jahr die Mittel für Integrations- und Deutschkurse mehr als verdoppelt, von 269 Millionen Euro auf 558 Millionen Euro. Allein in diesem Jahr gibt es 300.000 neue Teilnehmer in Integrations- und Deutschkursen. Es werden 5.000 neue zusätzliche Deutschlehrer zertifiziert. Also wir tun hier wirklich das Unsere als Bund. Und ich sage deshalb auch ganz offen dazu, auch die Länder sind beim Thema Integration gefordert und können hier nicht nur einseitig auf uns als Bund verweisen. Ein erheblicher Fortschritt ist der, dass
wir die Niederlassungserlaubnis neu regeln. Es wird in Zukunft so sein, dass Asylbewerber und Flüchtlinge nicht automatisch voraussetzungs- und bedingungslos nach 3 Jahren ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht bekommen. Ich möchte auch an dieser Stelle, weil er heute, glaube ich, sein Bundestagsmandat zurückgibt, ausdrücklich unseren bisherigen Kollegen Thomas Strobel auch erwähnen, der insbesondere bei diesem Thema der Erste war, der darauf hingewiesen hat, dass es nicht angehen kann, dass Flüchtlinge und Asylbewerber privilegiert werden gegenüber anderen Ausländern. Und deshalb ist es ein erheblicher Fortschritt, dass wir jetzt deutlich machen, ein dauerhaftes, unbefristetes Aufenthaltsrecht für Asylbewerber und Flüchtlinge kann es nur geben, wenn ausreichende Deutschkenntnisse nachgewiesen werden und wenn auch für den eigenen Lebensunterhalt überwiegend selbst gesorgt wird. Zur Wohnsitzauflage ist schon einiges gesagt worden. Es ist einfach nur mal so, das gehört zur Wahrheit, das haben die letzten Monate gezeigt, dass nach ihrer Anerkennung viele Flüchtlinge und Asylbewerber sich in einige wenige Ballungszentren und Großstädte bewegen, zum Beispiel die Afghanen schwerpunktmäßig nach Hamburg oder ins Rhein-Main-Gebiet. Das ist menschlich vollkommen nachvollziehbar und verständlich. Da wohnen Verwandte, Bekannte, Freunde. Aber da sind halt leider Gottes nicht immer die ausreichenden Arbeitsplätze vorhanden. Und deshalb ist es aus meiner Sicht richtig, dass wir den Ländern die Möglichkeit geben, es ist keine Verpflichtung, wenn Sie der Auffassung sind, dass es aus integrationspolitischen Erwägungen sinnvoll und erforderlich ist, dann eine Wohnsitzauflage für zumindest 3 Jahre anzuordnen. Ich glaube, das wird den berechtigten Wünschen der betroffenen Kommunen und der Länder in ausreichender Weise gerecht. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ein insbesondere aus der Wirtschaft lang gehegter Wunsch war diese sogenannte 3+2-Regelung. Die wird jetzt implementiert in dieses Gesetz. Das ist auch gut so, dass klar gemacht wird, uns insbesondere auch um den Wirtschaftsbetrieben, um den Handwerksbetrieben Rechtssicherheit, Planungssicherheit zu geben, aber auch den betroffenen Flüchtlingen, dass zumindest für 3 Jahre eine Duldung ausgesprochen werden kann, wenn die Ausbildung ernsthaft betrieben wird. Das ist, glaube ich, im Sinne aller Beteiligten. Und es ist dann auch richtig, dass wenn die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen wird, das ist wohlgemerkt die Voraussetzung, dass dann auch die Möglichkeit besteht, zunächst mal in einem Zeitrahmen von 6 Monaten sich einen Anschlussarbeitsvertrag zu suchen und dann auch noch eine Anschlussduldung zu erhalten für weitere 2 Jahre. Wir stehen zu dieser Regelung. Sie ist gut. Sie ist insbesondere auch im Sinne von jungen und von heranwachsenden Flüchtlingen, die ja eben in Deutschland auch die Zeit nutzen sollen, um eine Berufsausbildung zu erlernen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen aber jetzt im parlamentarischen Verfahren aus meiner Sicht schon darauf achten, dass es insbesondere bei dieser sogenannten 3+2-Regelung nicht auch zu missbräuchlichen Gestaltungen kommen kann. Es darf nicht sein, dass wenn eine Überstellung in ein anderes EU-Land oder eine Abschiebung angeordnet ist und auch konkret erwogen wird, dass dann schnell ein Anstellungs- oder Ausbildungsvertrag vorgelegt wird, um diese Überstellung oder Abschiebung zu verhindern. Das wird aus meiner Sicht noch eine Aufgabe jetzt auch im parlamentarischen Verfahren sein, dass wir hier nochmal insbesondere im Paragraf 60a des Asylgesetzes insbesondere darauf achten, dass es nicht zu einer missbräuchlichen Inanspruchnahme dieser an sich vom Grundsatz her richtigen Regelung kommen kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, dass dieser Gesetzentwurf wirklich ein erheblicher und deutlicher Fortschritt ist, wenn es darum geht, mit dieser epochalen Herausforderung der Flüchtlingskrise und der Integration von Hunderttausenden von Flüchtlingen in Deutschland zurechtzukommen. Deshalb sollten wir zum einen mal dieses Gesetz positiv annehmen und zum anderen auch die jetzt erfolgenden parlamentarischen Verhandlungen in der gebotenen Seriosität, aber auch Zügigkeit vollziehen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Zum Schluss dieser Debatte hält der Kollege Sebastian Hartmann das Wort für die SPD-Fraktion.